prägt die Tage von Kongaldi Ibragimov. Der 30-jährige gelernte Deutschlehrer kam vor über einem Jahr aus Usbekistan nach Steinbach-Hallenberg für eine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker. Kongaldi liebt Deutsch, deutsche Tugenden und begeistert sich für Technik. Doch die Trennung von seiner Frau und seinem kleinen Sohn belastet ihn sehr. Ja, es ist schwierig. Mein Sohn fragt jeden Tag, Papa, wann spielen wir zusammen? Wann kann ich fliegen? Und meine Frau jetzt ist sehr ungeduldig. Zweimal versuchte die Mathelehrerin, bereits nach Deutschland zu kommen. Die Ausbildungsfirma hatte den Visaantrag mit einem Kindergartenplatz und Arbeitsvertrag unterstützt. Er wurde abgelehnt, weil die Frau überqualifiziert sei. Ein zweiter Antrag auf reinen Familiennachzug ohne Arbeitserlaubnis scheitert wohl daran, dass Kongaldis Lehrlingsgehalt allein nicht ausreicht, um die Familie zu ernähren. Eine paradoxe Situation, in der auch die Ausländerbehörde vor Ort nicht helfen kann. Beim vorliegenden Fall ist es so, dass zuständig für die entsprechende Einreise und somit die Visaerteilung die Botschaft im Heimatland sind. Das heißt, uns als Landkreis Schmalkalden-Meiningen sind die Hände gebunden, weil wir nicht Herr des Verfahrens sind. Nicht nur Kongaldi, auch sein Chef versteht die Welt nicht mehr. Die Hoffnung ist etwas geschwunden, ob wir uns als Industrienation in den nächsten Jahren noch durchsetzen können. Aber es bleibt uns als Unternehmen ja nichts anderes übrig, als dafür zu kämpfen, dass es so bleibt. Und wir tun unser Bestes dafür und wir erwarten einfach, dass in so einem Fall, vielleicht in einem Einzelfall mal eine pragmatische Lösung seitens der Behörden passiert. Aber generell muss natürlich eine gesetzliche Regelung seitens der Politik her. Auch die Simson Private Akademie ist alarmiert. Sie hat bereits 19 Lehrlinge in Usbekistan für Thüringer Betriebe angeworben. Viele sind über 25 Jahre alt, haben schon Familien. Das Wichtigste ist, dass wir uns von dem Thema Fachkräfteeinwanderung erstmal grundsätzlich verabschieden, weil die Fachkräfte, die wir hier brauchen, die gibt es im Ausland nicht. Deswegen gehen wir ja auch seit Beginn unseres Projekts auf die Suche nach Auszubildenden. Aus der zukünftigen deutschen Fachkraft Kongaldi Ibragimov könnte allerdings bald wieder der Deutschlehrer in Usbekistan werden. Die Sehnsucht nach der Familie ist inzwischen so groß, dass der junge Mann überlegt, seine Lehre abzubrechen und nach Hause in den alten Job zurückzukehren.